Hallo und herzlich willkommen. Kennt ihr das Problem? Ihr habt einen guten WLAN-Router, aber schon im zweiten oder spätestens im dritten Zimmer wird das Internet sehr lahm und wackelig. Und was kann man dagegen tun? Ja klar, den WLAN-Funk des Routers mit einem WLAN-Repeater verstärken, genauer gesagt den WLAN-Funk verlängern. Repeater gibt es von Dutzenden Herstellern, von A wie AVM bis Z wie Zeixel. Der aktuellste WLAN-Repeater der Deutschen Telekom nennt sich Telekom Speed Home WLAN. Den wollen wir heute Indoor in einer typischen Wohnung bis zu 5 Räumen und danach Outdoor unter freiem Himmel bis zu 200 Meter weit testen. Zuerst ein paar technische Daten. Die schwarze Telekom-Scheibe funkt Wi-Fi 6 alias 11AX bis zu 600 Megabit bei 2,4 GHz aus zwei Antennen plus 4800 Megabit bei 5 GHz aus vier Antennen. Zusammen also 5400 Megabit gleichzeitig. Alle Werte brutto. Die schwarze T-Scheibe, T steht für Telekom, kam schon per Juni 2021 zum UVP von 79,99 Euro auf den Markt. Man kann sie auch für 3,59 Euro pro Monat beim Magenta-Roten Provider mieten. Nach 20,25 Monaten wäre ein Kauf zum UVP somit günstiger als das Mieten. Bekommt man den T-Repeater zu einem Straßenpreis von 65 Euro, dann amortisiert sich der Kauf sogar schon nach 16,45 Monaten. Der Wi-Fi 6 Repeater der Telekom hat kein USB, kein PoE, keine Telefonanlage und kein eigenes Internet-Modem verbaut. Man hängt ihn daher oftmals hinter einen WLAN-Modem-Router, etwa hinter den jüngsten Telekom Speedport Smart 4, entweder per WLAN-Funk oder per LAN-Kabel. Der Telekom-Repeater hat zwei 1 Gigabit Ethernet-Ports an der Rückseite. Dadurch lässt er sich auch per LAN-Kabel im WLAN-Access-Point-Modus hinter fast jeden gängigen WLAN-Router verbinden. Just in so einem LAN-Brücken-Modus alias Access Point Modus wollen wir den T-Repeater in diesem Video testen. Und zwar hinter einer Fritzbox 6660 Cable an einem Vodafone Cable 1000 Internetanschluss. Die schwarze Wi-Fi 6 Scheibe ist übrigens der Nachfolger der älteren weißen Wi-Fi 5 Scheibe namens Telekom Speed Home Wi-Fi. Diese wurde schon im Test per Ende 2019 mit bis zu 1733 Megabit bei 5 GHz ebenfalls eine sehr zeitgemäße WLAN-Leistung. Zu einem ebenfalls attraktiven Preis, schon damals unterhalb von 80 Euro. Die alte weiße und die neue schwarze WLAN-Scheibe haben beide einen Durchmesser von 17 cm. Damit sind die beiden T-Scheiben größer als etwa Amazon Eero oder Google Nest Wi-Fi und auch größer als die meisten AVM-Fritz-Repeater. Der schwarze Telekom Speed Home WLAN 6 Repeater kommt in einer magenta-rosa-roten Packung. Man fragt sich aber, warum nirgends Wi-Fi 6 und auch nirgends 4800 Megabit auf der Kiste steht. Wurde das nur vergessen oder will man gar keine Technikfans damit ansprechen? Der Telekom-Generalspruch "Erleben, was verbindet" passt auch zu einem schnellen WLAN 6 Funker. Lieferumfang laut Verpackung: ein WLAN Funker, ein Netzteil, ein LAN-Kabel, eine Wandhalterung und ein Handbüchlein. Das Netzteil spendiert 12 Volt und 1,5 Ampere, also 18 Watt Output. Das Netzteilkabel ist 1,5 Meter lang. Das mitgelieferte LAN-Ethernet-Kabel ist flach und ebenfalls 1,5 Meter lang. Es wird von einem praktischen Klettverschluss zusammengehalten. Die Schnellstartanleitung beschreibt die Einrichtung als WLAN-Mesh-Repeater. Hinter einem jüngeren Telekom WLAN-Modem-Router, etwa dem Telekom Smart 3 oder Smart 4. Hinter dem ersten Telekom Wi-Fi 6 Repeater lassen sich noch weitere im WLAN-Mesh-Verfahren einrichten. Das gedruckte Handbuch vom 3. Mai 2021 umfasst 28 Seiten. Das aktuellste PDF-Handbuch vom März 2022 hat sogar 66 Seiten. Auf Seite 63 findet man die technischen Daten. Unser Meterstab misst einen Durchmesser von 17 cm. Laut Datenblatt sollen es nur 15,7 cm
Creator sein. Vielleicht gibt es ja zwei verschieden große Modelle. Der Telekom Speed Home WLAN Wi-Fi 6 Repeater bringt mitsamt Plastikfuß genau 300 Gramm auf unsere Briefwaage. Laut Telekom sind es ca. 290 Gramm. Kein Problem, je schwerer, desto besser steht er doch. Und vielleicht gibt es ja zwei verschieden schwere Modelle. Das Typenschild auf der Rückseite zeigt die HTTP-Adresse für die Konfiguration per Browser, das Gerätepasswort, die MAC-Adresse, die Seriennummer, die getestete Hardware 04N7 sowie den QR-Code für die Einrichtung mit der Magenta-Handy-App. Die schwarz auf schwarz gestanzte Beschriftung der weiteren Elemente ist extrem schlecht lesbar. Links ein echter Ein-Ausschalter, daneben Power-In. Mittig zwei gelbe Gigabit LAN-Buchsen. Rechts ein Reset-Tasterloch, etwa für eine aufgebogene Büroklammer. Der ältere, weiße Telekom 5 Repeater wirkt rundum besser verarbeitet und besser durchdacht. Auch die Beschriftung der Schnittstellen war viel besser ablesbar als beim neuen schwarzen Wi-Fi 6 Repeater. Wer diesen weißen Repeater günstig bekommt, kann kaum etwas falsch machen. Es sei denn, er braucht schon dringend einen Wi-Fi 6 Repeater für seine Wi-Fi 6 Endgeräte. Ansonsten konnte der weiße Wi-Fi 5 Repeater der Deutschen Telekom auch schon in meinem Test Ende 2019 hinter einer AVM Fritzbox 6591 Cable mit einer sehr guten Preis-Leistungs-Relation überzeugen. Zurück zum jüngsten schwarzen Wi-Fi 6 Repeater. Hält man ein Smartphone auf seinen QR-Code, so müsste eigentlich die wohlbekannte Magenta-Einrichtungs-App aufpoppen. Das tat sie in unserem Test aber nicht. Stattdessen führte der QR-Code zu der Meldung, der Wi-Fi 6 Repeater werde noch nicht von der Mein Magenta Android-App unterstützt. Dank Plastikfuß kann man den Telekom Wi-Fi 6 Repeater auch auf Tische, Schränke, Sideboards, Fenstersimse und ähnliche Unterlagen stellen. Der Repeaterfuß wird bei Bedarf in eine schwarze Halterung eingerastet. Das ermöglicht eine wackelige Wandmontage. Für eine Aufhängung an der Decke wirkt diese Konstruktion aber nicht stabil genug. Die Wandhalterung wird mit einer einzigen Schraube an die Wand gehängt. Passende Dübel und Schrauben werden nicht mitgeliefert. Das freut den Umweltschutz. Bei unserem Exemplar hat sich der Fuß per Zufall von selber aus dem Repeater herausgelöst. Aus diesem Grunde haben wir ungeplant eine Schraube entdeckt, nach deren Lösen wir den Telekom Wi-Fi 6 Repeater noch weiter zerlegen konnten. Machen wir einen kurzen Preischeck, bevor wir zum echten Test kommen. Ende März 2022 schwankte der Telekom Wi-Fi 6 Repeater zwischen 60 und 70 Euro. Im 5er-Pack gab es den Telekom Wi-Fi 6 Repeater ab 329 Euro. Das wären 65,80 Euro pro Exemplar, also kaum billiger als im Einzelverkauf. Unser Telekom Speedport Smart 4 WLAN Modem Router zieht etwas mehr als 250 Megabit Internet aus dem VDSL Kupferkabel. Knapp 300 Megabit VDSL sind zwar nicht schlecht, aber einen 4800 Megabit Repeater kann so ein VDSL 250 Anschluss bei weitem nicht an seine Grenzen treiben. Da brauchen wir stärkere Geschütze. Unser Fritzbox 6660 Cable Router links im Bild holt wenigstens schon mal gute 1000 Megabit aus dem Vodafone Cable Max 1000 Koaxial Anschluss. Grund genug, den Telekom Wi-Fi 6 Repeater doch lieber hinter dieser schnellen Fritzbox im Access Point Modus zu testen. Den LAN 1 Port des schwarzen Telekom Repeaters verbinden wir nun mit der Fritzbox 66 Cable links im Bild. Den LAN 2 Port des Telekom Repeaters verbinden wir ebenfalls über LAN-Kabel mit einer 10 Gigabit NAS-Station. Hier wird sie aber gleich mal auf 1 Gigabit heruntergebremst. Am WLAN-Funk des Telekom Repeaters verbinden wir folgende WLAN-Endgeräte. Dell-PC aus 2019 mit 10 Gigabit Ethernet LAN und Wi-Fi 6 bis 2,4 Gigabit. Samsung-Handy Note 10 Plus aus 2019 mit Wi-Fi 6 bis 1,2 Gigabit. Google Pixel 6 Pro-Handy aus 2021 mit Wi-Fi 6E bis 2,4 Gigabit. LG G6-Handy aus 2017 mit Wi-Fi 5 bis 433 Megabit. Hier nochmal ein Blick auf die Handys, die wir gleich auf den Wi-Fi 6 Repeater der Telekom loslassen werden.
Das LG G6 kann maximal 433 Megabit bei 5 GHz. Das Samsung Note 10 Plus schafft maximal 1200 Megabit dank 80 MHz Kanalbandbreite. Das Google Pixel 6 Pro schafft sogar 2400 Megabit dank 160 MHz Kanalbandbreite. Zusätzlich schafft das Google weitere 2400 Megabit im 6 GHz Band. Das können wir in diesem Test aber nicht beweisen, weil der Telekom Repeater noch kein Wi-Fi 6E auf 6 GHz beherrscht. Zurück zum Test mit dem Wi-Fi 6 PC von Dell. Der holte via Telekom Repeater und Wi-Fi 6 knapp 960 Megabit netto Download aus dem Vodafone Internet. Auch aus der 10 Gigabit NAS-Station kamen via T-Repeater knapp 960 Megabit netto im Download und ebenfalls um die 960 Megabit im Upload. Doch warum kamen durch die Bank nur 960 Megabit? Warum kamen nicht die offiziellen 4800 Megabit aus dem Telekom-Repeater oder wenigstens die offiziellen 2400 Megabit aus der Dell Workstation? Ja klar, die LAN-Ports des schwarzen Telekom-Repeaters hauen knapp unterhalb von 1 Gigabit die Bremse rein. Und zwar egal, wie viel Speed oberhalb von 1000 Megabit noch aus der WLAN-Funkzelle angeliefert werden könnte. Kommen wir zu den mobilen Messungen mit den drei Smartphones. Der Telekom Repeater steht links oben in der Grafik vorsätzlich am ungünstigsten Standort ganz am Rande der Wohnung. Dadurch ergeben sich 5 zunehmend schwierige Messpunkte in 5 zunehmend schwierigen Räumen. Die Frage lautet nun, wie viel Speed holt jedes Handy bei zunehmender Entfernung aus dem Telekom Repeater heraus? Wir messen in einer mittelmäßig funkverschmutzten Stadtwohnung. Will sagen, in einem normal übervölkerten 2,4 GHz Band und in einem mäßig verschmutzten 5 GHz Band. Im 2,4 GHz Band lag das Wi-Fi 6E Handy von Google, graue Kurve, im Netto Speed nur knapp über dem normalen Wi-Fi 6 Handy von Samsung, orange Kurve. Das 5 Jahre alte LG G6 dagegen, blaue Kurve, hat erheblich weniger Speed aus dem Wi-Fi 6 Repeater herausgeholt. Im 5 GHz Band dagegen funkte das Wi-Fi 6E Handy von Google, graue Kurve, im Netto Speed erheblich schneller als das normale Wi-Fi 6 Handy von Samsung, orange Kurve. Das 5 Jahre alte LG G6 dagegen, blaue Kurve, hat sehr viel weniger Speed aus dem Wi-Fi 6 Repeater der Telekom herausgeholt. Der Engpass ist hier nicht der 4800 Megabit Repeater der Telekom, sondern das 433 Megabit Handy von LG. Bei allen Indoor-Messungen, sogar beim 5 Jahre alten LG G6, fällt jedoch die gute Leistung im sehr schwierigen fünften Zimmer auf. Hier haben schon viele andere WLAN-Router und WLAN-Repeater ein wesentlich schlechteres Bild hinterlassen. Der schwarze Wi-Fi 6 Repeater der Telekom hat bei diesen Indoor-Messungen unterm Strich eine gute Reichweite gezeigt. Genauer gesagt, ein gutes Rate-over-Range-Verhalten. Zur Überprüfung der guten Reichweite haben wir den Telekom Repeater auch mal auf unserer Outdoor-Messstrecke zum Friedensengel München mitgenommen. Zur Abwechslung haben wir den Telekom Repeater ganz links auch mal hinter einem Telekom Router Smart 4 betrieben. Das ist der große in der Mitte. Messpunkt 1 war direkt am Fuße des Engels, 3 Meter vom runden Telekom Repeater entfernt. Messpunkt 2 war in 100 Meter Sichtweite am Ostufer der Isarbrücke. Das ist der gelbe Pfeil ganz rechts. Messpunkt 3 war in knapp 200 Metern Sichtweite am Westufer der Isarbrücke. Das ist der gelbe Pfeil in der Mitte. Übrigens gibt es auch hier im Freien jede Menge WLAN-Störer, nämlich jede Menge WLAN-Funkzellen aus den umliegenden Büros und Wohnungen, sowie Funkablenkungen durch vorbeifahrende PKWs, LKWs und große Omnibusse. Nun zum Ergebnis der Outdoor-Messungen. In 100 Metern Entfernung auf Messpunkt 2 waren die jüngeren Handys mit Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E fast gleich gut, etwa 39 Megabit. Das ältere Wi-Fi 5 Handy, blau, war hier mit 26 Megabit ebenfalls noch sehr brauchbar. Bei knapp 200 Metern auf Messpunkt 3 schaffte das Wi-Fi 5 Handy keinen Kontakt mehr zum Telekom Repeater. Die beiden moderneren Handys lagen aber noch bei ca. 30 Megabit.
Viel krasser waren die Unterschiede jedoch im 5 GHz Band. Das moderne Google Wi-Fi 6E Handy Grau holte bei fast 200 Metern noch über 350 Megabit aus dem entfernten Telekom Repeater. Das ebenfalls recht gute Samsung Wi-Fi 6 Handy Orange schaffte noch knapp 140 Megabit. Und auch das WLAN-technisch viel schwächere LG G6 Blau war auf knapp 200 Meter Distanz mit 53 Megabit ebenfalls noch zum Surfen und Videostreamen brauchbar. Der Eindruck einer sehr guten Reichweite des Telekom Wi-Fi 6 Repeaters vor allem im 5 GHz Band hat sich schon bei den Indoor-Messungen ganz klar angedeutet. Bei den Outdoor-Messungen hat sich dieser gute Eindruck noch weiter bestätigt und erhärtet, besonders im 5 GHz Band. Wer den Wi-Fi 6 Repeater der Telekom also geschickt am Fenster aufstellt, kann damit meist auch einen sehr großen Garten mit WLAN versorgen. Alternativ empfiehlt sich für große Gärten aber auch der Einsatz eines wetterfesten Outdoor-WLAN-Funkers, etwa die von uns getesteten Modelle AP17 von Hewlett-Packard Aruba oder EAP110 von TP-Link. Noch kurz zur Stromkurve. Im WLAN Access Point Modus hinter unserer Fritzbox 6660 hat der schwarze Telekom Wi-Fi 6 Repeater etwa 5 Watt aus der 230 Volt Dose gezogen. Dabei war nur ein einziges WLAN-Gerät über 5 GHz mit dem Telekom Repeater verbunden. Bei den 960 Megabit Downloads per WLAN von der NAS auf den Wi-Fi 6 PC konnten wir den Telekom Repeater jedoch über 11 Watt hinaus treiben. Laut Textbacks liegt der Standby um 4,7 Watt und die maximale Leistungsaufnahme bei 14 Watt. Das passt. Bei größeren Wohnungen oder Häusern braucht man mitunter 2 Repeater. Dann wären es schon 2x5 ist gleich 10 Watt Strom im Standby. Die Standby-Werte sind besonders relevant, weil viele WLAN-Access-Points oder WLAN-Mesh-Repeater halt bis zu 365 Tage im Jahr nonstop am 230 Volt Strom hängen. Fazit: Der schwarze Telekom Speed Home WLAN Wi-Fi 6 Funker aus 2021 bietet starke WLAN-Tech-Specs bis zu 4800 Megabit brutto im 5 GHz Band. Beim tatsächlichen Netto-Speed und bei der Reichweite machen die schwarzen Telekom Rundlänge ebenfalls eine gute Figur, vor allem bei 5 GHz. Natürlich sind die Netto-Raten pro Endgerät weit entfernt von den offiziellen 4800 Megabit, zumal es dafür noch gar keine WLAN-Endgeräte gibt. Auch die restliche Hardware der schwarzen Scheibe ist für einen knapp 70 Euro billigen 4800 Megabit Repeater üppig. Standfuß, Wandaufhängung, Ein-Ausschalter, WPS-Taste und 2 LAN-Buchsen. Das war's für heute. Ich bin gespannt auf eure Meinung, Fragen oder konstruktive Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.